So, Höljes. Die Juniorstrecke, was waren das nochmal? Das war, ich glaube, das war die, die auf dem Berg anfängt oder so. Moment. Ja, wenn ich mir den Verlauf angucke, genau, das war die, die, glaube ich, auf dem Hügel anfängt. Ja gut, die haben wahrscheinlich nur die Juniorstrecken in der Open-Meisterschaft. Gut, das kennen wir schon. Wir sind in Gruppe B, aber das sagt ja am Anfang noch nichts aus. So. Genau, die Strecke ist das. Das war aber irgendwie ein schlechter Start anscheinend. Komisch, ich hatte eigentlich gar nicht so das schlechte Gefühl gerade. Jetzt, wenn es mich raustreibt, nehme ich gleich den Joker um. Na, jetzt treibt es mich hier auch noch raus. Ärgerlich. Aber der Corsa hier hat auch Probleme, wie es aussieht. Na, jetzt kriege ich die Kurven nicht. Was ist denn hier los? Der wirbelt so viel Staub auf, dass ich gar nicht sehe, wo ich langfahre. Ah, jetzt hatte ich schon die Befürchtung, dass wir hier eine Abkürzung angekreidet kriegen. Ah, der haut weg. Ah. Hoppala. Weiter geht's. So, dritter, letzte Runde. Man kann da noch nicht viel drüber aussagen, ob das jetzt gut oder schlecht ist, weil man nicht weiß, wie gut die Gegner sind, mit denen man es hier gerade zu tun hat. Geht ja nach Zeit in der Vorrunde. Aber da ist der Erste. Aber den kriegen wir wahrscheinlich nicht. Okay. Aber ich gehe mal davon aus, dass es das in Ordnung war. Mal schauen. Ja, Zweiter, insgesamt sogar Zweiter. Okay, das ist sehr zufriedenstellend. Und dann geht's mal mit Runde 2 weiter. Jetzt sind wir natürlich in Gruppe A aufgestiegen. Reparieren schnell, dann geht's weiter. Na, jetzt habe ich auf der 1 Gas gegeben. Nee. Ja, jetzt habe ich einen Leerlauf geschaltet, ich Intelligenzbolzen. Du meinst, ich soll mal die Motorhaube probieren? Okay. Einen Moment. So, Moment. Ich hab's gleich. Ja, so. Das ist die einzige, die ich noch zur Auswahl habe. Das Ding ist halt, dass man hier das Lenkrad nicht sieht. Das heißt, man weiß nicht, was ich gerade für Lenkbewegungen mache. Aber weiß nicht, ob das vielleicht so interessant zu sehen ist. Aber man kann es auf jeden Fall mal ausprobieren. Ich habe ja selbst schon den Eindruck, dass ich da ein besseres Gefühl fürs Auto habe. Die Überlegung ist bei der Sache nur, ist das vielleicht angenehmer auch zum Zuschauen, wenn man weiß, was derjenige gerade für Lenkimpulse gibt. Aua. Wie hier. Ganz viel. Man sieht es noch nicht, weil er nicht lenkt. Ach, verdammt. Du bist während der Joker-Runde ja. Zwei Positionen zurückgefallen. Beide Gegner genau. Haben den Joker bereits absolviert. Das heißt, ja. Also würde tatsächlich auch mir entgegenkommen, in dieser Perspektive zu fahren. Der Gedanke ist halt nur. Ja genau, die andere Sache ist mit der Bildqualität. Es ist nämlich so, man hat ja nur eine bestimmte Bitrate, die man streamen kann. Und danach richtet sich ja dann auch, wie fein das Bild sein kann. Und ich habe auch das so gemacht, dass ich in der Cockpit-Perspektive, also mit dem Lenkrad, gefahren bin, weil da sehr viel vom Bild einfach durch das Innere vom Auto eingenommen wird. Das bewegt sich nicht, das spart also
spart also Daten, die übermittelt werden müssen, weil da einfach in dem Bild in dem Moment an dieser Stelle nichts passiert und dass dann vielleicht der Rest des Bildes eine bessere Qualität hat. Ich weiß nicht, ob ich mich klar ausgedrückt habe, aber das war auch so die Überlegung bei der Sache. Deswegen habe ich da auch immer die Kamerabewegung in der Cockpit-Perspektive ausgeschaltet. Ist halt alles nicht ganz einfach. Jetzt sagt Twitch mir schon wieder, ich wäre offline. Und jetzt sagt es schon wieder, ich bin nicht offline. Das ist ganz, ganz komisch. Okay. So, schnell reparieren. Wir sind immer noch in der A-Gruppe. Das ist also alles nochmal gut gegangen. Wenn du jetzt sagst, dass diese Perspektive doof ist, meinst du jetzt die wir jetzt hier momentan haben, wo man das Armaturenbrett noch so sieht, oder meinst du die, wo man das Lenkrad sieht? Denn durch die Verzögerung ist mir jetzt ein bisschen der Bezug verloren gegangen, auf was du dich beziehen könntest. Das ist immer ein bisschen schwierig bei Livestreams, die so eine Verzögerung haben. Ich erwarte auch, dass der jetzt gleich in die Joker-Runde geht. Und ich erwarte auch, dass wir das tun, denn wir haben es nämlich gemacht. Ach so, du würdest gerne die Motorhaube sehen. Gut, das Ding ist halt, dass ich die Außenkameras ausgeschaltet habe, weil man dann ein bisschen Geldbonus kriegt und ich sowieso das möglichst simulationsartig gestalten wollte. Deswegen habe ich halt für den Geldbonus dann die Außenkameras deaktiviert. Da können wir jetzt gerade nicht darauf wechseln. Bin ich gerade selbst am Überlegen, wie wir das machen. Weil ich halt die Außenkameras deaktiviert habe, habe ich eben nur zwei Perspektiven zur Auswahl. Das ist halt die eine mit dem Lenkrad und die jetzt hier ohne. Das Auto ist jetzt
gar nichts von Gegnern hinten. Wir sind irgendwie bequem vorne. Schön. Ja, okay, das war das. Ja, also wie gesagt, diese Kamerafrage, die beschäftigt mich schon seit seitdem ich eben das hier mache. Jetzt habe ich vergessen zu reparieren. So. Aber naja, es ist schon so, bei der Perspektive sieht man ja schon mehr von der Strecke. Ne? Man sieht halt mehr, was passiert. Weil das man mehr von der Scheibe sieht, ne? Nicht so viel vom Innenraum selbst. Aber ich nehme halt mal an, dass sich das auch nicht so sehr auf die Bildqualität auswirkt, welche Kameraperspektive man jetzt hat. Ja, okay. Ich glaube, wir bleiben erstmal hier. Also bei der Perspektive könnte ich mir vorstellen, denn ich habe so das Gefühl, ein besseres Gefühl fürs Auto zu haben. Also wenn ich privat für mich spiele, dann benutze ich auch mal diese Kameraperspektive. Weil was ich mit dem Lenkrad habe, was ich mit dem Lenkrad mache, muss ich ja nicht auf dem Bildschirm sehen. Das sehe ich ja direkt vor mir. Weil ich das Lenkrad in der Hand habe. Na, das war jetzt schlecht Linie gefahren von mir. Man kriegt gleich die Quittung dafür, dass man überholt wird. Gut, also dir ist das anscheinend auch lieber, wenn man jetzt zwischen den zwei entscheiden muss. Okay. Gut, dann bleiben wir hierbei. Dritter Platz, naja. Okay, akzeptabel, würde ich mal sagen. Aber nicht so blendend. So, und dann. Das heißt, wir sind jetzt schon mal im Finale. Und, jo. Starten als Vorletzter, wenn man das so bezeichnen kann. Man startet ja so im Block, mehr oder weniger. Beim letzten Mal hat es im Finale überraschend gut geklappt. Mal schauen, wie es jetzt im Finale klappt. Vielleicht können wir sogar am Ende was reißen in der Gesamtmeisterschaft. Boah, da schiebt er nicht gleich weg. So viele Sachen, die ich umfahre. Irgendwie der Grip war weg, um die Kurve zu nehmen gerade. Hat sich fast ausgetrieben. Oh, das kostet zu viel Zeit. Bleibt hier, ihr Gegner. Ich will euch einholen. So, jetzt sind wir Zweiter, aber wir sind halt noch keine Joggerrunde gefahren. Deswegen sagt das ja nicht so viel aus. Weil die anderen das schon gemacht haben. Aber ich habe das Gefühl, ich fahre besser, im wahrsten Sinne des Wortes, wenn ich die Joggerrunde möglichst spät mache. Ich habe das Gefühl, dann kriege ich am wenigsten Ärger mit den anderen Gegnern. Thank you.
ich auch die Doggerrunde für den Schluss auf. Ah, vielleicht kommen wir vorher vorbei. Ach, klappt sogar. Wahnsinn. Muss ich nur hier vernünftig rumkommen? Ah, ich will schon wieder mal laufen. Ach, schaut wieder gut aus. Ich habe das Gefühl, die Gegner lassen im Finale nach. Das kommt mir so fast einfach vor. Na gut, das ist auch die einfachste Schwierigkeitsstufe momentan. Juhu! Hui! Wer hätte es geglaubt, dass das was wird? So wie ich am Anfang gekämpft habe. Wow. Okay, das war das. Jo. Find's witzig, weil ich echt nicht damit gerechnet habe. Weil Rally Course eigentlich nicht so meins ist. Aber wir sind in die Clubman-Meisterschaft aufgestiegen. Schön. Danke fürs Ertragen des Videos für heute. Kannst du mir bitte sagen, ob dich das Filmchen freut? Daumen hoch und runter, die stehen dafür bereit. Und Kommis machen munter, die lese ich jederzeit. Kommst du zu der Entscheidung, du willst da mehr von sehen? Dann kannst du zur Beschreibung und zum Abo-Button gehen. Und fandest du es scheiße, war's deine Wahl der Qual.